Ja, dann hoffen wir sehr, dass sich auch die Fußballfans am Wochenende halbwegs sicher fühlen, auch bei Hertha. Und auch die Menschen, die in die Max-Schmeling-Halle gehen in Berlin. Denn dort wird zum ersten Mal überhaupt in Berlin eine Weltmeisterschaft im Cheerleading ausgerichtet. 1300 Sportler werden da an den Start gehen und möglichst perfekt um die Wette tanzen und auch herumpuscheln. Mit dabei sind die Tänzerinnen und Cheerleading-Damen von Dance Deluxe, quasi mit Heimvorteil. Warm-up vor einer Woche. Cheerleading auf Weltklasse-Niveau. Die Berliner Dance Deluxe Mädels proben heute mal umsonst und für jedermann. Ich finde, es ist halt ein Sport, wo man sich nicht nur ganz stark sportlich wirklich betätigt und der sehr anstrengend ist, sondern man darf auch noch toll aussehen dabei. Sie sind die Lokalmatadoren bei der Cheerleader-Weltmeisterschaft hier in der Max-Schmeling-Halle. Das Schönste am Cheerleading ist eigentlich, dass wir jedes Jahr an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Besonders jetzt bei der WM, dass wir Deutschland repräsentieren und auch andere Kulturen kennenlernen. Die Halle ist ihr zweites Zuhause, denn sie sind das Dance-Team von Berlins Handballstars. Ich würde sagen, dass das Beste an unserem Sport ist, dass man eine Mannschaft hat, wie jetzt die Füchse Berlin, für die wir tanzen können und die wir unterstützen können und dass wir vor einer Halle von Tausenden von Zuschauern zeigen können, was wir im Training alles so machen. Und das sieht dann so aus. Aufwärmen zu Beginn des Trainings. Zwischen 17 und 32 Jahre alt ist das Team von Dance Deluxe. Und sie sind aktueller deutscher Meister und Vize-Weltmeister im Cheerdancing. Seit zwei Jahren ist Maxi Biedenweg die Trainerin. Dreimal die Woche wird geprobt, denn die Meisterschaften sind knallhart. Es gibt ganz verschiedene Sachen. Also einerseits ist es die Technik, da sind es die Drehungen, die Sprünge. Dann Flexibilität, also Stretches, Spagat, Dehnung. Das wird auch bewertet, Synchronität, Show, also da zählt dann auch das Outfit mit rein, das Programm an sich, Schwierigkeitsgrad, Ausstrahlung, also eigentlich auf alles. Und mit dieser Show wollen sie bei der WM bestehen. Die Choreografie hat sich Maxi ausgedacht, zusammen mit zwei anderen Trainerinnen. Zuerst wird die Musik ausgesucht, bevor es an die Techniken geht. Es ist wirklich nur Sprung, Kick, Drehung, Spagat. Aber irgendwie, es kommt dann so, man tanzt dann meistens für sich wirklich rum und dann sitzt meistens einer, guckt zu und sagt, ah ja, warte, mach das nochmal und dann macht man das nochmal und so entsteht das dann alles. Die Kostüme, wie hier bei der EM, selbst geschneidert. Die Inspiration zu diesem Look kam von keiner geringeren als Helene Fischer. Jetzt bei der EM haben auch ganz viele gesagt, oh, was für ein tolles Kostüm und so, weil es halt auch ja, mega auffällig ist und so glitzert. Und ja, und dann passen sie immer die Dinger hier an, ob sie so beweglich sind. Also ja, wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir das als Meisterschaftskostüm haben. Denkt dran, immer mal wieder zwischendurch Kopf hoch, Schultern zurück, feste Arme. Noch dreimal schlafen, dann geht's ran gegen Russland, Japan, USA und 20 andere Nationen. Und sie alle kommen nach Berlin in ihre Stadt. Also es ist toll, weil man auch die Familien und Freunde zugucken kommen können. Es ist natürlich auch ein hoher Druck, der dann auf einem lastet. Aber ja, wir freuen uns ganz doll drauf und hoffen, dass wir unsere Fans nicht enttäuschen, aber ich glaube, das werden wir nicht. Es gibt ja schließlich auch einen zweiten Platz zu verteidigen. Und vielleicht geht's ja am Ende für die Berliner ganz nach oben.